Forderung der Gewerkschaften schießt weit über das Ziel hinaus. Viele Unternehmen der chemischen Industrie in Baden-Württemberg haben bei weitem noch nicht das Vorkrisenniveau erreicht. Wir erkennen durchaus, dass die Arbeitnehmer einen Beitrag dazu geleistet haben. Fakt ist aber eben auch, dass wir im Jahr 2009 einen Tarifabschluss von 3,3% hatten und auch bezahlt haben. Wir hatten darüber hinaus erhebliche Einmalzahlungen im Jahr 2010 und die Unternehmen haben insbesondere die Zahl der Beschäftigten weitestgehend stabil gehalten. Viele Unternehmen haben das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht. Wichtig ist zu wissen, dass die Gesundheitspolitik für das Pharmaland Baden-Württemberg weitere strukturelle Probleme aufwerfen wird. Das Thema Preisklemme, insbesondere getrieben durch steigende Rohstoffkosten, wird ein weiteres dickes Thema für die Unternehmen in diesem Jahr werden. Fazit: Euphorie ist hier sicher fehl am Platz.